Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Und ihr habt ja ein Bildchen gesehen, wir wollen heute mal Mass spammen, also mit Spam-Taktiken kriegt man scheinbar immer noch so die eine und andere Base, hier auch im Rathaus-11-Bereich. Ich habe heute Morgen mal nach einer oder nach ein, zwei Taktiken gesucht, wie ich hier welche Bases mache. Ich bin im Clankrieg aktuell und ihr seht, was ich auf dem Feld habe. Ich habe 13 Hexen, einen, ich wollte gerade sagen, kleinen Golem, einen Eisgolem. Zwei normale Golems und noch so ein bisschen Beiwerk, also in Form von zwei Loons, vier Magiern, acht Blitzzauber, ein Wut. Ich könnte jetzt auch den Wut eigentlich auch in die Clanbook nehmen, allerdings ist mein Erdbebenzauber nicht Max und die müssen für diese Taktik Max sein, Leute. Anders funktioniert das nicht. Ich habe in der Clanbook einen Yeti, einen Eisgolem und zwei Barbaren. Karre habe ich dabei und wir gehen über Ecke rein, aber lass uns erstmal die Base anschauen, Leute. Erstmal die Base, also ich muss sowieso 1 und 2 machen, denn ich bin hier in 1 gelistet heute. Wir machen erstmal die 2, die ist noch, ich wollte gerade sagen, die ist stärker als der 12er, aber wir werden in jedem Fall beide machen, Leute. Und wir gehen hier über Ecke rein. Wir gehen, glaube ich, über Ecke rein. Wir gehen nicht über eine gerade Fläche, sondern über Ecke, lassen die Golems laufen und ziehen dann hier Richtung Adler durch. Was wir natürlich vorher machen, wir machen vorher die Multi-Infernos weg mit unseren Blitzzaubern. Das ist mein Plan. Und dann lassen wir die Meute mal laufen. Ich brauche mich ja dann gar nicht mehr so um die Zauber kümmern. Denn ich habe ja nicht mehr, ich habe ja nicht so viele. Aber hier über die breite Front, eigentlich komme ich in so eine Base. Vielleicht rentiert es sich jetzt auch nicht, über die Ecke reinzukommen. Allerdings ist der kürzeste Weg zum Adler. Denn der muss in jedem Fall fallen. Und deswegen glaube ich, ist das bessere Sache. Wir lassen den Golem ein, lassen wir ungefähr hier raus, an dem Lager, der wird auf, müsste eigentlich da hingehen, oder ich lasse ihn an dem Lager raus, dass der hier die Ecke tankt hier. Den anderen Golem lassen wir hier laufen, beziehungsweise den schicken wir hier am Lager und den Eisgolem hier über die Hütte. So hatte ich mir das vorgestellt. Ob das mal so klappt bei mir, das weiß ich manchmal nicht. Aber egal, wir gehen mal rein, würde ich sagen, und 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, meins. Wir greifen an, ja, wir greifen an und jetzt habe ich wieder nicht Doppelleiste gemacht. Ich muss Doppelleiste machen, wenn ich so viele Truppen dabei habe. So, wir gehen mal ein bisschen näher rein zum Blitzen. 1, 2, 3, 4. Vielleicht hätte ich auch anders blitzen können, das weiß ich jetzt nicht. Rathausaktivierung oder sowas gibt es hier nicht in dem Bereich. 1, 2, 3, 4. Und dann nehmen wir den Rüttler nochmal dabei. Okay. Jawohl, da. Oh, da ist der X-Bogen auch noch drauf gegangen. Oh, das ist super. Oh, das ist super, dass der X-Bogen da noch drauf gegangen ist. Alles klar. Ein Golem da. 1, 2, 3 Hexen dahinter. Ein Golem da. 1, 2, 3 Hexen dahinter. Den hier mit rein. Ihn hier, die Karre. Dann noch wieder unsere Hexen dahinter gespammt. Die Karre muss in jedem Fall durchkommen. Und wenn hier die Gebäude jetzt weg sind und wir dort reingehen können, dann können wir hier jetzt auch mit unseren Helden hinterhergehen. Borden steht auf Boden, wunderbar. Und jetzt gucken wir mal, wie die erstmal laufen. Und vor allen Dingen müssen wir ein bisschen auf die Clanburg aufpassen. Aha, das hatte ich mir gedacht. Okay, das habe ich mir gedacht. Deswegen nehmen wir die ganze Chose hier in der Mitte, glaube ich, in Gift. Aber meine Queen ist dahinter. Das ist schon mal super. Meine Queen ist dahinter. Wunderbar. Und dann außen gehen die Hexen, da geht auch noch eine Hexe, aber das wird hier nicht reichen an der Stelle. Okay, das könnte ein bisschen eng werden auf der Ecke. Hier hinten sieht es aber sehr, sehr gut aus. Okay, hier hinten sieht das ganz gut aus. Und jetzt, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das eigentlich mache. Ich nehme mal hier hinten die beiden, dort den. Meine Queen ist ja noch am Start. Erstmal den Bombenturm da rausnehmen. Der könnte nämlich noch ein bisschen gefährlich werden, aber ihr seht da hinten die Hexen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was die hier wegballern. Und natürlich haben wir hier noch so ein paar kleinere Tanks am Start. Nämlich hier hinten die Golems. Und ich muss nur auf meine Queen so ein bisschen aufpassen. Wo ist die? Oh, die ist da. Alles klar. Alter, da haben wir noch mal. Haben wir sogar noch zwei Marker hier über und einen Bogenschützen. Schnell weg damit, weil die Armee haben wir gleich nochmal. Und ja, die ist super, oder? Hä? Ja, das läuft, wa? Heftig. Donnerwetter. Alles klar. Eieieiei. Okay, dann haben wir Nummer zwei schon mal eine Sorge weniger. So heißt es ja immer, eine Sorge weniger.
Und mal sehen, ob wir die zweite Sorge auch damit platt kriegen. Denn auch der hat die Single, die Multi-Infernos auf Multi. Ja, die Multi-Infernos auf Multi. Alles klar, Toto. Der hat die Infernos auch auf Multi. Und ich würde fast sagen, wir nehmen die gleiche Ecke. Wir kommen der Queen entgegen, weil die Bass ist auch so ziemlich wieder die gleiche, oder? Ich glaube, die Bass ist ein ganz kleines bisschen anders. Aber dennoch erwarte ich genau das Gleiche. Da steht auch der Bombenturm. Die ist doch so ähnlich, oder? Die ist doch so ähnlich wie die. Warte mal, da hinten das Design. Da hinten ist der King. Da hinten das Design. Das ist das gleiche Bass. Fast gleiche Bass. Außer, dass er nur ein 1er Adler hat. Ja? Deswegen habe ich auch gesagt, die Bass ist schwächer hier. Und auch der hier hat noch Rathaus 10 Defensive hier in der Bass stehen. Und auch die hier, die sind alle noch Level 8. Da ist noch nichts Level 9. Aber ich glaube, die bauen wir nochmal nach, Leute. Wir spammen heute mal unseren Gegner hier zu. Und ich müsste eigentlich müsste jetzt schon fertig sein, oder? Ja, tatsächlich, ich bin eigentlich schon fertig. Also ich bin gerade ganz begeistert, aber ich muss mal noch dahinterher ausbilden, dass wir hier noch ein wenig dann weiterfahren können. 31 Minuten habe ich noch. Ich frage mal eben die gleiche Truppe wieder an, mache einen kurzen Cut und bis ich die gespendeten Truppen hier habe und dann machen wir noch einen, na klar, zweiten Angriff mit genau der gleichen Truppe. Okay, Leute, ihr kriegt das ja nicht mit, hat jetzt noch wieder ein Sekündchen gedauert, bis ich meine Armee hatte, aber wir können reingehen in den Gegner hier auch wieder mit Mass-Hexen. Also viel hat sich hier noch nicht getan, aber der Krieg ist auch irgendwie komisch angefangen, aber wir wollten ihn ja nehmen, hier den Punk Slayer. Wir gucken nochmal, ob auch hier jetzt alles richtig ist. Meine, okay, er hat jetzt einen 1er Adler, aber er hat vor allen Dingen das Rathaus auch erst auf einen Stern. Das heißt also auch erst gerade so gebaut. Und normalerweise müsste es genauso laufen wie eben auch. Aber wir checken das mal. Okay, wir gehen rein. Wir wissen ja, wie wir angreifen können. 1, 2, 3, meins. Ah. Ich bin immer ein bisschen nervös. Ihr hoffentlich auch, wenn ihr so angreift. Und wieder keine Doppelleiste. Toto gelobt sicherlich irgendwann mal Besserung. Oh, jetzt hätte ich mich fast verdrückt und hätte da 5 Stück aufgeballert. Okay, besser ist mein Tipp dann nur einmal. Ne? 1, 2, 3, 4. Ich meine, jetzt habe ich nur noch 4. Damit habe ich auch schon die Luftabwehr down bekommen. Und kriegen dort auch noch wieder den X-Bogen down. Okay, perfekt. Dann nehmen wir wieder Ein Golem. 1, 2, 3. Ihn hier. Karre rein. 1, 2, 3. 2. Wir nehmen mal so den einen oder anderen Magier noch mit. Und auch da muss das jetzt erst wieder fallen. Und das fällt jetzt das Lager. Perfekt. Also können wir hier wieder reingehen. Ich muss jetzt ein bisschen länger warten hier, Leute. Weil das Lager noch nicht gefallen ist und dementsprechend geht dann unter Umständen unsere Karre dort, beziehungsweise die Helden gehen mir dann so ein bisschen verloren. Okay, der Adler dort und ich nehme jetzt die Wortenaura, nehme hier jetzt den Wut, dass, oh, meine Queen ist da nicht mit bei. Meine Queen ist jetzt nicht mit in der Mitte. Das müssen da die Hexen schaffen. Ich habe ja nicht so einen starken Gift, aber die Hexen müssen das eigentlich packen dort. Dass der, ja, die haben den auch geschafft. Okay. So, hier habe ich jetzt wieder meine 2 von dort. Die muss ich diesmal aber hier nehmen. Glaube ich zumindest. Ich muss hier meine Queen jetzt zünden. Läuft nicht ganz so wie beim letzten Mal. Okay. Aber wir können den hier setzen, den da setzen. Haben wir noch irgendwo was? Ja, wir haben noch ein bisschen. Haben wir noch reichlich hier in der Base. Haben noch die 2 Luftballons dort. Wir haben noch den weißen. Ja, ein bisschen. War doch jetzt nicht so ein Overkill, aber ich meine, trotzdem haben wir die Base hier auch niedergerungen. Auch wenn die jetzt in Rathaus 12 war, ist das jetzt nicht ganz so tragisch und meine Helden leben wieder alle, oder? Jawohl. Okay. Der Bombenturm hier, der gibt jetzt meinen Hexen natürlich alles. Aber auch der ist ja nicht so stark, zumindest nicht für meine 3 oder nee, für meine 2 Ballons, die da jetzt ankommen. Da hat er keine Chance gegen. Und dann waren es das hier. Auch 3 Sterne. Gar nicht mal so schlecht. Schön gemacht, Toto. Heute ist ein erfolgreicher Nachmittag. Und damit haben wir ja, uns den auch vom Hals gehalten. Keine Frage.
einmal in die Ausbildung hier rein. Haben wir uns den auch vom Hals gehalten und damit habe ich meine beiden Angriffe gemacht. Ist, naja, ich meine, jetzt haben wir drei Angriffe, 9 Sterne. Einer wurde hier schon angegriffen, das ist immer ganz, ganz niedlich. Kleiner Overkill. Aber ihr seht, Nummer 9 auf Nummer 10. Kleiner Overkill hier. Naja, was willst du machen? Warum hat er das eigentlich gemacht? Warum hat der Bandit das gemacht? Ach so, ja, okay. Weil unser da unten, unser Worker, das ist das kleinste Rathaus, in der Tat. Unser Worker ist das kleinste Rathaus. Naja, aber ich sehe das ganz zuversichtlich, dass die anderen Bases hier auch wegmachen können. Denn die sind jetzt auch nicht so stark. Der hat schon mal gar keinen Adler. Ich hoffe, das sehen die jetzt auch alle. Der hat keine Adlerartillerie. Wir gehen mal durch. Der hat wiederum Adler, allerdings auch nur auf 1. Und auch wieder Rathaus Level 10. Also so richtige Elber sind das noch nicht. Der hier hat auch einen Adler auf 1. Okay. Oder sie sind halt jetzt gerade erst Level 1 geworden. Das ist ein ordentlicher Zehner. Der hat immerhin beide Infernos und so weiter, aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem irgendwo hin. Der hat noch alles low hier, der ist mal gerade so auf Rathaus 10. Der hat hier doch da den dritten X-Bogen auf 2. Er hat aber schon die Kanönchen ausgebaut. Okay, die hat er schon mal einmal laufen lassen. Naja, aber die wichtigen Dinge hat er halt nicht hoch. Das sind nämlich auch hier an der Stelle die Inferno-Türme, die hier auf 1 sind. Also auch hier kann ich mir vorstellen, dass hier so ein Zehner einen schönen Mass-Attack machen kann. Also auf Rathaus 11 haben wir das heute mal gemacht. Könnt ihr gerne mal nachmachen, beziehungsweise könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob die Kombi für euch auch mal schon mal zutreffend war, ob das im Moment vor allen Dingen ziemlich OP ist. Das sah ja ziemlich, ziemlich überpowered aus. Und die können wir nachkaufen. Perfekt. Und dementsprechend habe ich die heute mal genommen. Wie gesagt, ich habe es mir vorher angeschaut, wie es funktioniert. Habe es jetzt nochmal wieder nachgemacht. Also Mass-Spam hier, Rathaus 11 Taktik mit Hexen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und Glocke stellen ist ganz, ganz wichtig. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Fashion.